kann ich die einfach zu. Nein. Guck mal, lieber Reza, wir sind hier drin, guck mal, ein Christ, ein Alevite und wir haben hier noch bestimmt Juden drin, wir haben hier Antichristen drin, wir haben alles hier drin. Da ist jetzt ein Komplettpaket hier drin. Das reicht doch schon. Da brauchen wir keine neue Platte. Ja, wir sind alle zusammen hier drin. Ja. Wir sind Multivitamin. Vitamine für die ganze Welt. Ja, Vitaminer. Genau. Vitaminer. Ich bin Vitaminer. Ganz genau, Bruder. Weißt du, wir sind Vitaminer. Und das finde ich gut. Weißt du? Und, ja, aber lieber du weißt Reza, ja, wenn da auf einmal zu viel von dem falschen Vitamin, dann kann es dich auch schon mal schädigen. Ne? Ja. Deswegen geht schon mal raus, die Dingens, die Salafisten. Die Salafisten, ja, das ist zu viel Vitaminer. Ja, für manche Leute ist das so viel, aber in Geheime sind sie drin und hören gerne auch zu. Ja, das ist ja gut so. Ja, wir wollen ja auch nicht die Leute wegscheuchen. Wir wollen hier keinen wegscheuchen. Ne, das ist das. Ne, wir wollen keinen wegscheuchen. Lieber Reza, ich möchte noch mal kurz zum Schluss kommen. Ja. Bitte, du bist doch der große Bruder von Amir, ne? Ich bin Big Brother. Ich bin Big Brother. Du bist der Big Brother. Guck mal, sag. Ja. Bitte, versuch ein bisschen in der Sache, in der Materie, den ihr habt, der euch sehr gut auskennt, vielleicht ein bisschen Nachsicht zu haben für die sunnitischen, muslimischen Brüder, bitte. Okay, Amir, hab ein bisschen Nachsicht. Ja, ein bisschen Nachsicht, Amir, bitte auch. Oh, Amir, guck mal, diese... Weißt du, Nachsicht. Aber ey, ich muss ehrlich sagen, das hat wirklich sehr, 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 sehr Spaß gemacht. Amir, Reza, wirklich. Ja. Wirklich, hat sehr, sehr Spaß gemacht. Guck mal, Leute. Wenn es Spaß gemacht hat, dann ist auch Spaß, dich auch schön deine Steuern zu zahlen. Weil, ne? Ja. Wenn es Spaß gemacht hat, dann muss auch Spaß nicht bezahlen. Nein. Du kannst nicht einfach Kirmes gehen und Spaß haben und nicht. Nein. Du musst Ticket kaufen, wenn du, der Spaß, nein. Einfach Spaß haben und dann gehen, ohne nein. Ticket zu aber kaufen. Aber guck mal, nein. Aber lieber Reza, ich meine da doch nicht Spaß, dass wir hier Spaß haben wie in Kindergarten oder in Schulzeiten, sondern Spaß haben, miteinander zugehört zu haben, miteinander geredet zu haben, debattiert zu haben oder Verständnisse zu haben. Und guck mal, Amir und du haben in den 2 Stunden, ich weiß gar nicht, wie lange wir hier drin sind, nicht ein böses Wort ist gefallen. Wie schön ist das bitte? Leute, wirklich, ich könnte jetzt auch... Warum sollen wir das nicht beleidigen? Wir waren das von Haus aus schon nicht. Der Amir vor ein paar Jahren, wo wir noch nicht beim Herrn waren, wenn er da gesehen hätte, wie wir geredet hätten, dann hätte er seinen Schock bekommen. Ja. Ja, also ich bin aufgestanden morgens früh, bevor ich meine Zähne geputzt habe oder früh gefrühstückt habe, habe ich erstmal einfach so in die Luft gesagt, ich äff deine Mutter. Und ich konnte nicht anders aufstehen. Ich musste sagen, ich äff deine Mutter, damit ich überhaupt aktiviert werde für den Tag. Ach du meine Güte. Ich bin schlimmer als alles. Aber der Herr hat mich freigemacht. Der Herr Jesus hat mich freigemacht. Ja, das ist das, Herr. Aber Leute... Das war der Aktivierungscode für mich morgens früh. Also Leute, also das ist ja, ja. Einfach vom Bett aufgestanden, ich konnte noch nicht mal denken, ich war am Taumeln und ich so einfach gegen die Wand und dann, ich eff deine Mutter, du eff Sohn. Ja, und so weiter. Mann. Einfach so. Ne? Ja. Ja, aber der Herr Jesus hat mich dann komplett befreit, ne? Hat mir seinen Heiligen Geist geschenkt. Das ist von wirklich verändert und dann, ja. Wirklich, das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Aber wirklich, guck mal, Reza, bitte, guck mal, das ist auch dein kleiner Bruder. Er muss ja nicht in Gefahr laufen oder so. Weißt du, was ich meine? Weil manchmal diese harten Wörter, die er sagt, auch wenn es da steht, auch wenn es da so steht, man muss es nicht so auf diese Art und Weise belustigen oder machen, weil die Leute werden es dann nicht verstehen und einfach gehen. Verstehst du, was ich meine? Das meine ich damit. Ja gut, ja, ich weiß, was du meinst. Aber das Problem ist, der Amir hat dir ja schon gesagt, dass egal wie du das sagst, dass den Muslimen das aufstößt. Ob ja, aber du das trotzdem, mit Liebe machst, vernünftig machst oder hart machst. Es ist egal, wie du das machst, die Muslime sagen sofort, ey, ich eff deine Mutter, ich stech dich ab. Ja. Das habe ich selber erlebt. Ich ging wirklich mit Liebe auf jemanden zu. Reza, ich habe selber hier genug Kommentare gelesen. Ich lese selber noch genug Kommentare, die, obwohl ich jetzt für meine muslimischen, sunnitischen Brüder rede,
werde ich hier trotzdem runtergemacht, werde ich beleidigt. Aber guck mal. Er hat das am eigenen Leib zu spüren bekommen. Richtig. Ich weiß nur, wie Freund aber, ist, wie lieb und nett er ist. Richtig. Und aber, trotzdem macht er runter. Richtig. Aber guck mal, was ich gemacht habe, Reza, lieber Amir. Ich habe nicht diesen Wut oder diesen Hass, wo ich sage, das ist viel zu einfach, Amir. Das ist viel zu einfach, du weißt das doch. Hass zu schüren, mit Hass weiterzumachen, ist viel einfacher, Menschen zu gewinnen, als den Menschen zuzuhören und ein bisschen anders zu reden. Bremen. Ja, ja natürlich, aber das Problem ist ja, der Amir weiß das ja aus dem Heiligen Geist alleine heraus, dass er eben, wie er zu reden hat. Aber der Amir, jeder andere Mensch, ist immer noch ein Mensch. Er ist kein Gott für Perfektion. Das heißt, auch ihm werden manchmal fleischliche Sachen zufallen, ja, wo er einfach sich nicht kontrollieren kann. Das ist normal. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, jeden Menschen für jeden Fehler sofort die Todesstrafe anzudrohen. Nein, natürlich nicht. Aber der Arme, der macht schon ein paar Sachen, was soll ich sagen. Weißt du? Islamkritik ist immer, das weiß jeder. Islamkritik ist gefährlich, egal wie du das machst. Das weiß jeder auf der ganzen Welt. Warum? Ja. Weil Mohammed ja seine Kritiker hat umbringen lassen. Dieser Geist ist in den Köpfen der Muslime. Guck mal, Leute, ihr sagt Dauerschleife. Hüseyin macht Dauerschleife. Leute, ich komme zum Ende, deswegen mache ich diese Dauerschleife, weil Amir auch diese Dauerschleife in seinem Kopf hat und diese Dauerschleife bei jedem macht. Deswegen sage ich ja, Amir, wenn du das schon die ganze Zeit jahrelang machst, versuch's doch mal ein bisschen mit anders, ein bisschen mit Nachsicht. Ja, ein bisschen so mit. Schon wieder sagt er das, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ey, du hast es noch an deinem eigenen Leib erlebt, dass du das mit Nachsicht machst und die Muslime drohen dir trotzdem. Ja, aber so verstehe ich das. Aber wie anders. Willst du dich denn jetzt doch wiederholen, Hüseyin? Ja, aber Bremen, wie willst du die denn sonst aufklären? Wie willst du die denn klären? Anders? Egal, kannst du nicht. Die errettet werden, Hüseyin, die werden errettet. Und die meisten, die gehen verloren. Damit muss man einfach zurechtkommen. Das muss man einfach akzeptieren. Ja. Okay, was soll man machen? So ist ich glaube, die Leute. Das ist die Welt. Ich glaube, die Leute haben hier drin. Zu Tode biegen. Ja. Amir, ich komme beim nächsten Mal mit richtigen Fragen. Die notiere ich mir. Nur, weil die Leute sagen, Hüseyin, reicht mit dir. Auch wenn du dich änderst. Ja, ja. Nee, also ich bin mit meiner Ansicht, mit meinem Herzen rein. Ne? Also mit dem Reinen. Ich könnte keinen Stein nehmen auf einen Jesiden oder Juden oder Christen oder sonst was auf den Kopf werfen, nur weil er ist, was er ist. Kann ich nicht. Mache ich nicht, werde ich nicht, will ich nicht. Die Menschen haben ihren freien Willen, die haben ihren eigenen Kopf. Es gibt genug Büchereien, Bücherregale, Internet. Da muss ich mich keinen Stein nehmen und auf den Kopf hauen und sagen, lern jetzt oder mach jetzt oder tu jetzt oder seh es ein oder sonst was. Man kann nur mit den schönen Worten, mit dem Herzen reden. Und nur so gewinnt man. Anders kann man nicht gewinnen. Geht, ist unmöglich. Also, lieber Amir, der Bre. Amir, Reza, ich wünsche euch einen wunderschönen sonnigen Tag. Gott segne dich und deine Familie. Das wünsche ich euch beiden auch, Bremen. Nächstes Mal schreibe ich mir die Fragen auf. Bessere Fragen kommen noch. Okay, ciao, ciao. Ja, ciao, meine Freunde. Ciao, ciao. Ciao, Gott segne dich. Ciao, ciao. Ja, das ist ja heftig, ne? Da hat er die ganze Zeit versucht, mit zu verklickern. Amir versucht das doch mal so ein bisschen anders rüberzubringen. Und einmal kriegt er sofort die Antwort in den Kommentarbereich. Ne? Das ist unglaublich. Habe ich gesagt, du kannst den Muslim, ja, das egal wie du es rüberbringst. Es ist ein Weltbild, dass er so sich daran krallt, dass die Menschen gut sind, wenn man nur gut mit ihnen umgeht. Aber das geht nicht auf, aber er will diese Schönheit nicht aufgeben. Ja, das ist eine Vorstellung, die er so gerne drin leben möchte, in so eine Seifenblase. Ja. Und selbst wenn die Realität ihm etwas anderes sagt als seine Seifenblase, er will das nicht aufgeben, weil mit der Konsequenz, mit der harten Wahrheit zu leben, ist eben sehr unangenehm. Das ist das, ne? So. Und er will halt die ganze Welt ändern, indem er nett ist. Und er versteht das nicht, dass der Mensch einfach ein gefallener gefallene Schöpfung ist, ein gefallenes Geschöpf,
voller Sünde und Boshaftigkeit. Und der will da hier die Welt retten, mit ein bisschen nett sein. Und er zeigt es ihm die ganze Zeit, ne, dass es nicht so geht. Hallo. Hallo? Hi, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch, mein Bruder. Ich war doch schon mal mit dir live, Mann. Ich bin auf YouTube gelandet. Erkennst du mich nicht, Bruder? Aus Albanien, der. Ach so, ja, stimmt. Gott segne dich. Was geht, Bruder? Gott segne dich. Bruder, Gott segne dich und dein Bruder, deine Familie, alles. Jesus Christus, der Beste, danke. Bruder. Ey, ich habe eine Frage, und zwar, ich finde eure Videos, keine neuen Videos mehr auf YouTube. Was ist da los? Wie meinst du das? Ich abonniere ja voll viele Kanäle von dir. Ich weiß gar nicht, sind die überhaupt von dir alle? Ja, ich habe noch einen Kanal. Die anderen sind nicht von mir. Ich habe nur meinen Hauptkanal, der Ex-Muslim erklärt auf TV. Die anderen gehören mir nicht. Lava, Bruder, da macht jemand richtig Geld auf deinen Nacken, ne? Ja. Und dann wollte ich noch fragen, der Reza, der hat ja auch so einen Kanal, ne? Wie heißt der denn? Ich bin leider nicht auf YouTube aktiv, weil YouTube meine Videos komplett sperrt. Alle Videos, die ich gemacht habe, hat YouTube gesperrt. Ich bin auf Telegram. Wenn du auf Telegram bist. Warte mal kurz, Bruder. Ja, ja. Auf Telegram? Ja. Okay, was muss ich denn da eingeben auf Telegram? Mein Name, Reza Arapur. Warte mal, ich mach das mal jetzt direkt so separat. Bruder, ich hab letztens, ne, ich wohne ja hier seit 2 Jahren in Albanien. Und wie ist es da? Ja. Bruder, ich wohne am Strand, ehrlich gesagt. Hier ist schon stabil, so, ne? Ah, das ist korrekt. Ja, ja. Und, ja, arbeitest Bruder, du da, oder bist du schon in Rente? Ja, Bruder, ich bin ein Sünder durch und durch, ja, leider. Was, ne? Ich bin leider ein Sünder, ja, was soll ich machen? Ich, ja, beruflich wie auch privat manchmal, aber ich versuche immer das Beste, ich versuche auch ein guter Mensch zu sein trotzdem. Zum Beispiel letztens, Bruder, war hier eine Frau am Betteln vor meiner Tür, ne? Ja. So mit Kopftuch, so richtig muslimisch, so, ne? Ich denke mir, ey, gerade von Ex-Muslim-Armee, ne, so irgendwie den Heiligen Geist noch in mir, ne? Ich denke, mach was Gutes, ne, Bruder, ich bin ein bisschen Geld, ich geh dahin, ne? So, und die sagt so, Allah, danke, danke. Ich sag, ey, no Allah. Ne? This is from Jesus Christ. So, das ist von Jesus Christus, nicht von Allah, ne? Ja, wenn du hier noch so machst, ist es schon ein bisschen so anders. Aber ich habe trotzdem so gemacht. Und dann, Bruder, ne, ich denke, ich laufe meine Runde so. Bruder, kannst du mir... Und dann auf einmal, ich finde ein Portemonnaie. Ich denke mir so, hä? Will mir Gott jetzt zurückgeben? Na, guck mal, manche denken, okay, gehört jemand anderen. Ich habe das früher, Bruder, bevor ich so richtig jetzt an Nils geglaubt hätte, hätte ich das direkt eingesteckt, Bruder. Ja, na, aber ich habe erstmal geguckt, ist da so Ausweis drin? Ich bin zu Western Union gegangen, habe gesagt, ey, guck mal, hat das jemand hier verloren? Sag mir Bescheid, weil ich wohne direkt da. Leute kennen mich hier, ne? Ja, Bruder, nach einer Woche habe ich da noch Geld genommen, was da drin ist. Hat mir Gott das 10-mal mehr zurückgegeben, was ich der Frau gegeben habe. Ja, siehst du, der Herr wird dir alles zurückgeben, was du gibst. Ja, ich liebe den Herrn Jesus Christus. Ich muss manchmal sagen, aber ich bin auch, guck mal, ich habe, wie du gesagt hast, ich habe das ja von dir, ich muss meine Schuld bekennen und alles, ne, aber trotzdem, nachdem ich das mache, falle ich trotzdem manchmal wieder zurück in die Sünde. Ja, gut, da musst du wieder. Guck mal, was für Leute hier sind, diese ganzen Kommentare. Ja. Ich bin nicht mal Albaner, ich bin so hier. Die Leute. Ja, also das ist kein Problem. Sobald du in Sünde fällst, du sollst natürlich nicht sündigen, aber wenn du gesündigt hast, musst du wieder dem Herrn Vergebung bitten, die Sünde bekennen. Ja, ich habe darin gesündigt, ich habe das und das gemacht gerade, vergib mir. Das Problem ist, weißt du, was ich bin? Ja, egal wie oft du sagst das, aber manchmal schäme ich mich dann wieder auch zu beten, ja, weil das wirklich so oft passiert, weißt du? Ja, ist aber, du sollst ja also in der Heiligung auch fortschreiten, ne? Der Herr sagt ja im Hebräerbrief eben, dass wenn jemand nicht in der Heiligung fortschreitet, der ist gar nicht, der ist gar kein echter Gläubiger. Ja, also, ja, ja. Ist egal, ob jetzt eine Heiligung von Jahr zu Jahr nur ein kleiner Schritt ist, ist immer noch besser, als wenn du zurückfällst.
Ich sag dir ganz ehrlich, alles auf jeden Fall wegen Army und auch meine Freunde so. Ich habe ja auch noch Kontakt mit ganz vielen Leuten aus Deutsch. Schick immer jedes Mal live seine Videos rum, Bruder. Der ist der beste Mann der Army, ja. Ey, ich liebe dich. Alle Ehre, Herr Jesus. Ja, ja, alle Ehre, Herr Jesus, sowieso. Aber auch Ehre dir, dass du sein Wort so verkündest. Machen ja nicht viele, Bruder. Ja, so, weißt du, wie ich meine? Aber du hast auf jeden Fall, aber ich wusste gar nicht, dass der das schon so lange macht, weißt du, die Videos mit dir und Theresa. Bruder, ich hab auch letztens, wo ich das letzte Mal live war, habe ich euch, von euch beide, habe ich das Video geguckt bei YouTube, habe ich den erzählt. Da hast du gesagt, mit den Schienbeinen, der Allah ist Schienbein und so, und kaputt lachen. Ja, ja, ja. Der ist der Fliegen nach Schienbein. Ja, da kommt die Muslime da nicht raus, ne? Hey, Bruder, kennst du die nicht raus? Spiel? Google mal dieses Spiel auf App Store, diese Headball, Bruder. Das ist nur ein Bein, der schießt immer hin und her. Lachkick, Bruder, wo ich das gesehen habe. Ich musste das einfach lachen, ja. Guck mal, was ich mich frage, auf jeden Fall, es gibt ja 4 von euren Kanälen, 3 von dir, aber einer davon, der war richtig korrekt, der hat jeden Tag deine Videos hochgeladen. Ja, es gibt verschiedene Kanäle, ne, die AMS Arbeit hochladen. Aber ja, ja, genau. Okay, ganz kurz, Resat, Bruder. Ich bin jetzt hier auf, sag mir mal kurz nochmal, Resat bei Telegram. Ja, Reza Arapur. R-E-Z-A oder Z-Z-Z-A? Ja, R-E-Z-A, glaube ich, ist mein Telegram-Name, ja, ja. R-E-Z-A-A-R-A. Ja, das wurde angepinnt. Hallo, das wurde hier angepinnt. Okay. Warte mal. Von dem. Okay, warte mal, muss ich auf Internet. Aber ich mache mir einfach einen Screenshot davon. Okay, stabil. Ja, genau. Ja. Der Reza muss auch unterstützt werden und alles, Bruder. Ist auch normal. Bruder, ich liebe euch beide. Okay, ich gehe wieder raus. Ich wollte dir noch mal nur kurz sagen, wie ich dich feier, Bruder. Kann man ja nicht oft genug machen. Alle lobt den Herrn Jesus Christus sowieso. Aber Bruder, du dich und deine Familie. Bruder, Gott segne dich und deine Familie und alles, was du tust und alles, Bruder. Ich habe auch für dich einmal gebetet an diesem einen Tag, wo du das gesagt hast, habe ich auch gemacht. Ich liebe euch beide, Bruder, passt auf euch auf und alles, alles Gute. Bleib stark im Herrn, Jesus Christus und weiter geht's in der Nachfolge. Nicht vom Weg abkommen. Ja, ich komme nicht vom Weg ab, aber auch so beruflich, mein Beruf ist schon eine Sünde an sich. So, es ist nur eine kleine Beruf. Ja, wenn du siehst, dass dein Beruf dich immer wieder zur Sünde treibt, dann musst du den Beruf wechseln, so einfach ist das. Ja, das ist... Ich würde gerne eure private Meinung dazu wissen, aber ich kann das jetzt nicht so öffentlich alles sagen. Ja. Du siehst ja, ich komme auch immer wieder mit einem anderen Profil rein. Ja. Es kann sein, wenn du in der Sünde verharrst, dass der Herr Jesus dich züchtigt und dir also so mit Gewalt dich wegnimmt von deinem Beruf. Wenn du selber freiwillig nicht loslässt, dann wird der Herr Jesus helfen, aber dann wird es schmerzlich, glaub es mir. Wenn der Herr Jesus nachhilft... Ja, dann ist das immer hardcore, wenn du nicht loslässt von alleine. Das Problem ist, Bruder, das Problem ist, es gibt so wenig andere Optionen. Oder soll ich hier in Albanien Steine klopfen? Ja, warum denn nicht? Für 100 Euro immer. Nein, Mann, hallo, wieso wenig? Ja, das ist der Weg des Heiligen. So einfach ist das. Für den Herrn Jesus musst du bereit sein, Leid auf dich zu nehmen. So wie er Leid Bruder, auf dich genommen hat. Bruder, wenn Herr Jesus dich beten kommt, wenn er zu mir kommt und mir ein Zeichen gibt, ich soll Steine klopfen, Bruder, ich klopf die Steine. Ich klopf die Steine mit Herz und Liebe, Bruder. Ey, bei dieser Telegram kann ich da auch privat mit dir schreiben. Hallo? Leute. Hallo? Funkloch? Unfall? Nein, sag nicht sowas. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja, hört ihr mich? Na gut. So, hörst du mich?
Ja, Bruder, ich höre dich, ne? Ich wollte. Ja. Mir ein Follow geben, dass ich so privat mit dir schreiben kann. Du kannst mir hier privat schreiben. Sobald ich Wie Zeit denn? Finde, dann werde ich dir antworten. Einfach hier bei Dingens, bei TikTok, ja, Nachricht. Ich sag, Bruder, ich habe dir direkt erstmal ein Follow gegeben. Und ja. Okay, Bruder, ich liebe euch weit. Ich will nicht also. Länger stören. Ich wünsche euch von ganzem Herzen das Allerbeste. Jesus Christus soll euch segnen. Und ich liebe auch den Herrn, Bruder. Danke dir. Amen. Alles Gut euch, ja? Amen. Passt auf euch. Ciao. Alles klar, bis bald. Gottes Segen. Ich weiß, ich bin hier raus, früh, aber... Amir kann dich rausschmeißen. Oh, okay. Ja. Weiß nicht, aber nein. Bin da raus. Ja. Aber der. Nein, kann nicht rausschmeißen. Volle Kraft voraus. Ich bitte dich, spekulier nicht über das, was ich tue oder mache, ne? Das wäre sehr lieb. Ist schon lachig, ne, was die Leute hier dann so überall schrauben. Wie bin ich zum Glauben gekommen? Ich sag dir wie. Ich war schon immer, also mein Vater ist so sage ich mal, frei evangelische Kirche, so allgemein, aber ich habe nie richtig nach dem Glauben gelebt. Und ja, durch den Amir, sage ich dir ehrlich mal, habe ich überhaupt angefangen, über meine Zukunft zu denken und über die Ewigkeit. Ne? Das ist wirklich so. Über das war, ja, ich sag das nicht nur so, um hier irgendwas. Ich sag das wie, das ist durch den Arm hier, ne? Und ja, dann bin ich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, da ja auch sehr viele Freunde von mir den muslimischen Glauben haben, ne? Viele mich da dann, ne, wieso kommst du nicht zu uns? Ja, jetzt weiß ich ganz genau, warum ich nicht zu euch komme, ne? Weil ich kann damit nicht einverstanden sein, ne? Da ich, ja, Bruder, 6-Jährige zu heiraten und so, das ist für mich kein Leben und keine, kann mir sagen, was will. Ich habe viele Freunde, Bruder, ne? Und ich spreche die auch direkt drauf an, so Langjährige seit der Kindheit. Und die versuchen das zu rechtfertigen, was gar nicht zu rechtfertigen ist, ne? So, in Habs sind die Leute in der Zelle, die sowas machen, ne? Dann würde nur Mohammed ja eigentlich im Gefängnis kommen, in dieser heutigen Zeit. Ja. Gott segne dich auf jeden Fall. Gut, dass deine Bruder, Zeit Gott segne dich. Bruder, danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir von Herzen, Bruder. Und alles Gute. Schmeiß mich raus, Bruder. Okay, alles klar. Gott segne dich. Alles.